Hallo zusammen, heute machen wir mal eine Rohbautour. Warum? Wir haben ja ein ganz besonderes Objekt. Wir haben heute mal ein Bungalow und man erkennt das vielleicht schon ein bisschen, man hat da noch ein Atrium angelegt. Also es ist nur von einer Seite offen zum Garten hin und ansonsten schließt sich der Bungalow um einen sehr schönen Innenbereich, beziehungsweise um den zukünftigen schönen Innenbereich, weil man ihn ja jetzt noch nicht sieht, wir sind noch in der Rohbauphase. Und ich hoffe, die Bauherrin, die ist ziemlich nett. Hallo Heike, danke, dass wir das drehen dürfen. Ich bin auch bei der Hausübergabe dabei und dann können wir vielleicht dann schon ein bisschen mehr zeigen, weil dann auch der Gärtner da war. Also wir fangen jetzt mal hier vorne an. Man sieht erstmal das Atrium, welches von drei Seiten umschlossen ist und auch von jeder Seite verglast ist. Das heißt, man kann das auch später, wir gehen nachher rein, man kann das von allen Seiten sozusagen genießen. Außerdem haben wir hier vorne einen großen Pool, der angelegt wird. Der hat eine Tiefe von 1,50 Meter und eine Länge von knapp 10 Metern. Das heißt, man kann sich da auch ein bisschen frei bewegen. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Haus. Willkommen im Standardbadezimmer dieses Fertighausanbieters. Einfach mal reinschauen. Hier haben wir jetzt im Standard schon die Dusche inklusive, sowie hier unten die Spülmaschine. Kollege, geht rein. Nein. Also, nur Spaß. Hier ist es so, die Monteure kommen von ein bisschen weiter weg. Es ist jetzt mit Corona so, dass man zurzeit nicht überall Hotels bekommt, nicht überall übernachten kann. Und die haben sich jetzt so beholfen, die Kollegen, dass sie sich einen Wohnwagen aufgestellt haben, haben sich noch ein Gerät angeschlossen, dass man hier auch warm Wasser hat. Und so können die sich jetzt behelfen, dass der Hausbau zügig weitergeht. Es ist ja wichtig, dass es zügig weitergeht. Warum? Wenn das zu lange dauert, dann zahlt man ja sehr lange Miete und auch sehr lange Bereitstellungszinsen. Und das macht ja nicht viel Sinn, zumindest aus Bauherrensicht, weil es zu teuer wird. Man will ja irgendwann rein. Also dieser Fertighausanbieter hat das hier sehr gut gelöst. Das ist natürlich hoffentlich nur ein Kompromiss. Wir drücken die Daumen, dass die Monteure bald wieder ins Hotel kommen. So, und jetzt sind wir auch schon am Eingangsbereich vom Bungalow. Man sieht also, es ist alles ebenerdig, sozusagen altersgerecht, wenn man das wollte. Man muss später keine Treppenstufen mehr laufen und kann sozusagen alles auf einer Ebene erreichen. Und der Bungalow ist sogar so großzügig angelegt, dass er sogar rollstuhlgerecht wäre, wenn man ihn denn mal bräuchte. Also das ist super gut. Das schauen wir uns jetzt mal von innen an. So, und wir befinden uns jetzt im Flur, sozusagen die erste Station, wenn man das Haus betrifft. Wir haben hier erstmal eine sehr hochwertige Haustür, die die Bauern hinzugemustert haben. Und gleich dahinter befindet sich das Gäste-WC. Wir kriegen das jetzt schwer mit der Kamera eingefangen, aber es ist, sag mal so, der Klassiker. Man hat halt eine kleine Dusche drin, man hat ein Gäste-WC drin und ein Waschbecken. Und hier, das finde ich sehr gut gelöst, hat man einen Rücksprung eingebaut. Das bedeutet, wenn man hier später einen Garderobenschrank einsetzt oder reinbaut, dann schließt das bündig mit dieser Wand ab. Das heißt, man hat also einen schönen geraden Flur, hat relativ viel Platz und schließt halt bündig mit der Wand ab, was von der Optik her sehr schön ist und viel besser ist, als wenn man so eine Kiste hat, die in den Raum reinsteht. Und jetzt kommen wir schon zum ersten planerischen Trick, der hier angewandt wurde. Also fand ich richtig gut. Und zwar ist es so, die meisten Bauern bauen ja sowieso mit einem Gästezimmer oder haben vielleicht noch ein Gäste-WC oder ein Gästebad. Die Bauern hier sind hingegangen, haben da gleichzeitig eine zweite Wohneinheit draus gemacht. Warum? Das bedeutet, man kann viel mehr Förderung abstauben. Und hier war es jetzt so, man musste das alles brandschutz- und schallschutzmäßig ein bisschen berücksichtigen. Die Kosten dafür waren aber nicht so hoch wie die Förderung, die man noch zusätzlich einstreichen konnte. Und hier ist es jetzt so, wir haben hier einen großen Raum, der dient als Schlafzimmer und hat hinten noch eine kleine Küchenecke. Und wenn man dann hier rüber geht, haben wir hier wieder ein kleines WC, eine ebenerdige Dusche und ein Waschbecken. Und jetzt schauen wir uns noch den Mastertrank an. Der Mastertrank besteht in dem Fall aus Ankleide, aus Badezimmer und aus Schlafzimmer. Und das haben die Bauern auch besonders clever gelöst. Oder deren Architekt. Ich weiß nicht, woher die Idee kam, aber auf jeden Fall ist es gut gemacht und das sollte man sich abgucken. Vor allem, wenn der eine Partner länger schläft als der andere. Wir haben also hier einmal den Ankleidebereich, der relativ großzügig ist. Kommen von der Ankleide dann in ein riesiges Badezimmer. Das sind locker 25, knapp 30 Quadratmeter. Mit einer riesigen ebenerdigen Dusche, mit einem Doppelwaschbecken und einer Toilette, die hinter einer Schaumwand versteckt ist. Und jetzt gegenüber von der Kamera sozusagen ein großes Glaselement. Auch wieder mit Blick später in das angelegte Atrium. Also richtig, richtig gut. Und hier kommt man dann vom Badezimmer, wenn man weitergeht, ins Schlafzimmer rein. Auch das Schlafzimmer hat wieder eine riesengroße Schiebetür zum Garten hin geöffnet mit Blick auf den Pool. Und ja, hier ist jetzt so, das Bett steht hier an der Wand und hier ist jetzt das Coole, wenn jetzt der eine Partner vor dem anderen aufsteht, weil er ein bisschen früher raus auf Arbeit muss, dann kann er ins Badezimmer gehen und kann in die Ankleide gehen und muss nicht wieder durch alle Zimmer zurück. Man könnte ja sonst auch sagen, warum liegt die Ankleide eigentlich nicht hinten? Dann wäre es aber so, man würde sich gegenseitig wecken. Das finde ich halt hier sehr gut gelöst und dann kann der eine gemütlich ausschlafen und der andere kann schon früher auf Arbeit gehen, das Geld verdienen, weil das Haus ja auch entsprechend teuer war.
Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.